Hallo und herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeuge. Ich habe hier ein Armbandset, Armbänder zum Selbstgestalten von Prinzessin Lillifee. Genauso ein Set hatte ich letztens schon von Violetta. Da sind 3 Armbänder enthalten und 18 Schmuckteile-Charms. Und die kann man dann, je nachdem wie man möchte, individuell entscheiden, wie man sich die auf den Armbändern kombiniert. Dieses Set hier ist von der Spiegelburg, vom Koppenrad Verlag und für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Hier ist auch noch ein Warnhinweis, Erstickungsgefahr, Kleinteile. Das sind nämlich wirklich ziemlich kleine Charms hier. Ich mache das mal auf. Die Verpackung finde ich auch schon total schön, wie es eigentlich auch immer üblich ist bei der Spiegelburg. Sind hier so schöne Muster, so kleine Blümchen noch mit drauf, mit Pünktchen, also echt niedlich gemacht. So, das ist also im Set enthalten. 18 verschiedene Charms. Wir gucken uns die mal etwas genauer an. Es gibt Charms, da ist die Prinzessin Lillifee drauf. Hier ist eine Eule und hier Lillifee mit einem kleinen Reh, eine Blume, ein Drache, ein Frosch. Ja, viele verschiedene niedliche Charms, auch in unterschiedlichen Formen. Hier unten sind Charms in Schmetterlingsform, hier sind viereckige, runde gibt es, Sternform, Herzform, Blumenform. So, das hier sind die 3 Armbänder. Ein lilanes, ein rosanes und ja, ein etwas dunkler rosanes. Da steht jeweils dann Prinzessin Lillifee auch drauf. Und die Armbänder, die kann man jetzt eben so rummachen und hier hinten zusammenstecken. Das heißt, die sind nicht längenverstellbar. Also man kann zwar das entweder so einhaken oder dann zur Not auch noch so. Aber ich mache es mal einmal bei mir rum. Ja, diese Länge haben die und wer dünnere oder dickere Arme hat, dem passen die dann auch gar nicht gut. Das finde ich ist auf jeden Fall schon mal ein Nachteil. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man da die Charms drauf machen kann. Also einfach von der einen Seite die Charms draufschieben. Und hier an der anderen Seite können die dann auch nicht wieder runterrutschen, weil ja hier diese kleinen Stäbe rauskommen. Ja, ihr seht, man kann einfach die Charms draufschieben, unterschiedlich kombinieren. Entweder macht man nur einen Charm drauf oder ich habe jetzt gerade 4 drauf. Man kann aber natürlich auch noch mehr da drauf machen, also so viele wie drauf passen. Das wäre dann 5, 6, 7, 8. Und dann wird es aber auch hier wirklich schon eng bei 12 Charms. Da passt dann auch wirklich kein weiterer mehr mit drauf. So sieht es dann aus, wenn man es komplett voll macht mit Charms. Oder man macht eben einen einzelnen drauf. Ja, das Schöne ist, dass eben 3 Armbänder im Set enthalten sind. Entweder kann man dann eben wechseln, je nachdem, welche Farbe man möchte. Oder man kann natürlich auch dann einer Freundin so ein Armband schenken, als Freundschaftsband. Ja, das ist das Set. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Eindruck bekommen und dieses Prinzessin Lillifee Charm Set kennenlernen. Ich finde es eigentlich ganz schön, also es sind schöne Bilder, aber diese Charms sind auch sehr leicht und aus Plastik, also
Die Bilder sind auch nur aufgeklebt. Ich denke, wenn die einmal richtig nass werden, können die sich auch ablösen. Also von der Qualität her würde ich sagen, ist es jetzt nicht so hochwertig. Aber trotzdem vom Prinzip sehr schön, dass man eben auf Armbändern unterschiedliche Charms kombinieren kann, sich sein eigenes Armband so zusammenstellen kann. Und ja, sozusagen Armbänder selber machen kann, also selber mitbestimmen kann. Und das eben ist ganz einfach. Das heißt, also für Kinder finde ich das gut geeignet. Die Kinder können da schön sich unterschiedliche Armbänder mitmachen. Aber wirklich ja, hochwertig und auch von der Länge her, das finde ich ein bisschen schade, dass man die nicht noch mehr verändern kann. Wer einen ganz kleinen Arm hat zum Beispiel, der hat gar keine Chance. Es ist einfach, hat einfach diese feste Größe. Ja, das war das Armband. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Set findet und ob ihr Prinzessin Lilifee mögt. Ich finde die ja ganz niedlich. Schreibt es einfach in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!